Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Und aus Borussia Dortmund endlich wieder mal deutscher Meister. Matthias Sammer, selten hat einer Fußball so gelebt wie er. Das Selbstbewusstsein und der Wille, Titel zu gewinnen, hat den Ursprung ganz eindeutig bei Dynamo Dresden. Eduard Geier, Christoph Daum, Ottmar Hitzfeld, um nur einige Trainer zu nennen, die Sie geprägt haben. Welcher Trainer von denen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, hat Sie am meisten inspiriert für Ihren eigenen Weg danach als Sportfunktionär? Das ist ungerecht, weil jeder in seiner Zeit an sich auch sein Bestes geben wollte. Und der eine hat ihn an physisch ein bisschen mehr in der Dresdner Zeit, auch Ede Geier, gar keine Frage. Christoph Daum dann schon in der Stuttgarter Zeit mit einer guten Mannschaft, aber dass wir Meister werden 92, das war ein großer Verdienst von ihm, weil er ein Element reingebracht hatte an auch Emotionalität, Inhalt auch, gar keine Frage. Das war sehr, sehr gut. Auch und die Nationalmannschaften, Berti Vogt, immer für meine Begriffe mit einem völlig falschen Wahrnehmungsimage der Leute. Er hat sich vielleicht auch nicht immer glücklich ausgedrückt, aber war im Herzen ein guter Mensch, hilfsbereit in der Not, immer für dich da. Wir hatten auch unsere Kappeleien, gar keine Frage. Und trotzdem komme ich zum demjenigen, der eigentlich so von der Art und Weise Fußball nicht unbedingt, also da durfte ich dann noch Pep Guardiola kennenlernen und auch gewisse eigene Wege gehen mit Menschen, aber sehr prägsam bis heute war eigentlich in der Art und Weise Ottmar Hitzfeld, weil er, was ich erst später verstanden habe, diese wirklich mannschaftshierarchische Denkweise zwischen Führungsspielern, Teamplayern, Individualisten perfekt in ein homogenes Gefüge zu organisieren beherrscht hat, in Dortmund, auch bei Bayern. Und das sind ja nun mal Hitzfeld und Heynckes die Letzten, die die Champions League auch gewonnen haben. Diese erfahrenen Trainer, die nicht unbedingt Fachmänner waren, wo du gesagt hast, also hier habe ich Dinge gehört, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Gute Fachmänner, wirklich gute, ja, sonst geht's ja nicht. Aber vielmehr das Thema Führung einer Gruppe und dort auch aktiv Einfluss zu nehmen, dass die Gruppe auch funktioniert. Hitzfeld. Empathie? Ja. Weil ohne Empathie, ohne Gefühl im Leben ist alles nichts. Du kannst natürlich immer wieder verschiedene Ursachen finden, wo es um Leben oder Sterben gibt, auch im Sport, im sportlichen Sinne, dann nicht im herkömmlichen Sinne. Und deshalb für manche auch von der Prägung her das Mittel der Wahl, den anderen zu killen oder sich selber. Aber die ganz Großen schaffen beides. Sie sind leidensfähig, gar keine Frage. Sind auch in der Lage, dieses Gehen, diese Siegermentalität zu vermitteln. Und in dieser Mitte natürlich die Balance zwischen Leben und Sterben zu organisieren. Das sind die Besten. Und mit der Kritik klarzukommen, die Sie vorhin angesprochen haben. 97, 96, als Sie Dortmund-Spieler waren. Das ist sicherlich auch eine wichtige Eigenschaft. Ja, weil es gibt ja diesen einfachen Satz, in dem Moment, wo Sie die Beziehungsebene zu der Person oder zu der Gruppe geklärt haben, positiv geklärt haben, können Sie inhaltlich argumentieren, Sie werden es nie persönlich nehmen. Wenn Sie die Beziehungsebene nicht geklärt haben, also wenn Sie glauben, nur über den Inhalt zu kommen und die Beziehungsebene nicht stimmt, wird es ins Persönliche gehen. Und es ist ein Angriff auf ja, das fundamental Eigene, und das lässt kein Mensch dieser Welt zu. Glaube ich zumindest. Das ist eine hypothetische Frage, weil sie an den Spieler Matthias Sammer geht. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann gehören in der Gegenwart zur unumstrittenen Trainerelite in Europa. Unter welchem dieser Trainer hätten Sie am liebsten gespielt, beziehungsweise zu welchem Trainer hätten Sie am besten gepasst als Fußballer?
Oh, das ist schwer zu sagen. Pep habe ich ja 3 Jahre bei Bayern erlebt und fantastischer Fußballfachmann, der natürlich die Idee des Spiels mit dem Ball, Fußball total, von Johann Cruyff als sein Mentor geprägt, natürlich auch bei Bayern oder in den deutschen Fußball getragen hat. Das war auch für mich nochmal ein sehr, sehr wichtiger Entwicklungsschritt. Julian ist auf dem Weg, dass er ein kleines Problem hat, dass er noch jung an Jahren ist und zwangsläufig noch ein bisschen Zeit und Erfahrung braucht, aber herausragendes Trainertalent ist, der schon sehr lange Trainer ist, mit Anfang 20, gar keine Frage, aber trotzdem fehlen einem dann qua Großvater, möchte ich sagen, in diese Richtung dann vielleicht ein paar Elemente der großen Abgeklärtheit, Gelassenheit. Aber dafür hat er Zeit, also auch außergewöhnlich. Mit Jürgen Klopp habe ich mich regelmäßig schön in die Haare gehabt. Trotzdem, was er in Liverpool, auch schon in Dortmund, ich kriege das ja jetzt auch wieder ein bisschen enger mit, aber vor allen Dingen auch in Liverpool leistet und entwickelt hat und mit der Premier League neben dem Champions-League-Titel ist außergewöhnlich. Und deshalb hätte ich es gern mal erlebt, mit ihm enger zu arbeiten. Ja, das ist ja nie geschehen. In den zurückliegenden 10 Jahren waren Sie DFB-Sportdirektor, Sportvorstand beim FC Bayern München, Experte bei Eurosport, wofür Sie unglaublich viel Anerkennung bekommen haben. Viele Menschen haben Sie, glaube ich, nochmal in der Öffentlichkeit von der anderen Seite in der Zeit kennengelernt. Nun sind Sie Berater bei Borussia Dortmund. Inwieweit beobachten Sie auch die Trends, Entwicklungen in anderen Sportarten, in anderen Ligen? Sind Sie auch jemand, der sich da inspirieren lässt, so thinking outside of the box? Ja und nein. Ich glaube, dass den Fußball zu verstehen in seiner Denkweise immer die Aktualität braucht, mit dem Gedankengang, was es morgen oder übermorgen bedeutet. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Erfahrung der Vergangenheit einfließen zu lassen, das ist natürlich auch eine absolute Notwendigkeit. Deshalb sehr, sehr viel Fußball. Darüber hinaus interessiert mich eigentlich nur, was Sieger ausmacht. Deshalb schon sportartübergreifend zu hören, egal ob Sportler oder Trainer, was sie immer wieder von sich geben, was Mechanismen des Erfolges sind. Das finde ich oder war für mich immer das Faszinierende. Deshalb ja, sportartübergreifend, aber mehr in der Tatsache, wie man gewinnt, als detailliert Themen zu verstehen. Also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, bei allem Respekt, dass unsere Sportdirektorin in Silicon Valley waren, da wäre ich nicht mit hin. Nicht, weil das schlecht da ist, aber die können es mir nicht erklären, wie gewisse Beratungsunternehmen mir dann irgendwie erklären sollen, wie es geht. Nicht, dass ich engstirnig bin, aber wenn du es nicht fühlen kannst, kannst du es auch nicht erklären. Erfahrung ist ein wichtiger Punkt für die nächste Frage. Sie kennen als Insider die Struktur und die Hierarchie bei Borussia Dortmund. Was kann sich Ihrer Meinung nach ein Verein wie Dynamo Dresden, der auf einem anderen Niveau sich bewegt im Fußball Deutschland, von der Verteilung der Kompetenzen beispielsweise abschauen, um besser aufgestellt sein zu können? Boah, das ist wirklich schwer, weil ich auch im Tagesablauf Dortmund nicht mitbekomme, sondern hierarchisch, organisatorisch und im Verhältnis zu Dynamo Dresden noch viel weniger, weil ich außer Mingus, und da weiß ich auch nicht, wo er sich überall aufreibt, wie er das mitbekommt. Das ist immer sehr, sehr schwer zu vergleichen. Aber man muss Borussia Dortmund ein wirklich großes Kompliment aussprechen. Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc, die den Verein ja jetzt sehr, sehr lange und sehr, sehr stark geprägt haben, sehr, sehr erfolgreich sowohl sportlich als auch wirtschaftlich präsentiert haben. Nicht, weil sie mich vielleicht ein bisschen dazugeholt haben und manchmal ist ja ein kleiner Hinweis, ein helfender Hinweis mit einer auch dann stärkeren Wirkung. Und das war ja nicht unbedingt notwendig, hätten sie auch nicht gebraucht, aber speziell Sebastian Kehl auch dazu zu nehmen, nah an die Mannschaft. Die Bedürfnisse rundherum nehmen immer mehr Einfluss, aber letztendlich will man nicht als Verein organisieren, dass das auch gefiltert wird, dass Leute Einfluss nehmen, um die Vereinsphilosophie
auch in die Mannschaft zu tragen. Also Veränderungen ja, aber nicht in der Organisationsform des Vereins. Und darauf hat Borussia Dortmund reagiert. Und da auch heute in den ganzen Diskussionen, die wir führen, Hans-Joachim Watzke ist der Boss, gar keine Frage, aber auch wie er Michael Zorc im Verhältnis auch zu Sebastian Kehl, das ist im Alltag auch ja nicht immer einfach, weil es da natürlich Schnittstellen gibt, aber er lässt in dem Hierarchischen keine Zweifel aufkommen, ist da sehr, sehr sauber in der Diskussion für die Sache, sehr offen, sehr korrekt, sehr vertrauensvoll. Also ich fühle mich sehr wohl da. Also ich würde das Dynamo Dresden insgesamt wünschen, nicht in einem System, sondern von Menschen geprägt, wie ich es da erlebe, das ist für mich sehr wertvoll, dass ich da hingehend auch zurückgekehrt bin zu einem Verein, der sehr prägend war für mich, und dafür bin ich dankbar. Die Einflüsse von außen sind das Thema der nächsten Frage. Immer weiter ansteigende Gehälter, Prahlereien bei Social Media, Fußballer werden zu eigenen Marken, Nachwuchsspieler werden mit Privatjets durch das Land geflogen, Goldsteaks beim Wochenendtrip am Persischen Golf. Sehen Sie eine Gefahr darin, dass sich die Menschen vom Profifußball in Zukunft abwenden könnten, wenn die hochbeschleunigten Kapitalisierungsprozesse rund um das Multimillionenprodukt Fußball nicht ein Stück weit eingebremst werden? Ja, alles unterliegt einem Prozess. Manchmal in einem guten. Wir haben gerade über ein paar Dinge geredet, manchmal in einem negativen Prozess. Aber alles, was die Menschen spüren bei diesem Spiel, hat einzig und allein die Ursache in der Entstehung des Spiels, in der Liebe zum Spiel. Und Bestandteile, die Sie gerade beschrieben haben, sind so unnötig wie ein Kropf, gar keine Frage. Aber die Liebe zum Spiel ist das Wesentliche. Egal, welches Steak man isst, egal, welches Trikot man verkauft und wie oft, der Ursprung dessen, was da 11 gegen 11 stattfindet, ist auf dem Platz. Und das ist der Ursprung von allem. Und solange das nicht zerstört wird, kann die Liebe zu diesem Spiel nicht verhindert werden. Jeder, der das Interview sieht, wird es selbst feststellen. Sie sind ein Intellektueller des Fußballgeschäfts. Wo sehen Sie Ihre berufliche Zukunft? Können Sie sich vorstellen, nochmal ins Tagesgeschäft zurückzukehren als Trainer, Sportdirektor oder Vorstand? Also das haben Sie gesagt mit dem Gedankengang, ob ich da mehr oder weniger in mir trage. Im Moment ist es so, wie es ist, sehr gut, sowohl mit der Tätigkeit, dass ich Borussia Dortmund mitverfolgen kann, dass wir uns austauschen können, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Deshalb habe ich da keinen anderen Gedankengang, und in meinem privaten, persönlichen, wir haben Veränderungen in der Familie, wir haben 3 Kinder, der Jüngste ist jetzt 18, der mittlere 25, die große, die kleinste ist, aber die älteste 28, und wir haben Veränderungen. Wir haben jetzt wieder einen Welpen zu Hause, nachdem wir 15 Jahre den alten Racker da hatten, der dann das Zeitliche ihn gesegnet hat. Das ist nur so, und haben uns in Mallorca was zugelegt, und das ist im Moment das, was ist, und was kommt, wann wir sehen, kein Plan. Wenn man das Autoradio auf dem Weg nach München einschaltet, dann stellt man fest, dass die Menschen im Bayerischen Rundfunk beispielsweise auch mal gern Dialekt sprechen. Und Sachsen fehlt dafür das nötige Selbstbewusstsein im Alltag. Sprechen Sie heimlich manchmal zu Hause sächsisch, oder ist das ausgeschlossen? Ich habe es irgendwann irgendwie verlernt, aber schon zu Dresdner Zeiten. Aber das hinzubekommen obliegt manchmal, wenn wir mit unseren guten Freunden, die wir hier auch gewonnen haben, natürlich ein bisschen frotzeln und Spaß machen, dann kommt sächsisch nochmal ein Stück weit vor. Unsere kleine Zeitreise in diesem Interview haben wir in Ihrer Heimat begonnen, und dort soll unser Gespräch jetzt auch enden. Sie haben Ihre Frau einst in Stuttgart kennengelernt, leben mit Ihrer Familie in München, wo wir Sie heute besuchen. Was ist Dresden für Sie heute, in ein paar wenigen Sätzen?
Heimat. Es bleibt meine Heimat. Diese tiefe Verwurzelung und natürlich auch mit den Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens und auch einer Trennung bleiben sie trotzdem immer bestehen. Mein Zuhause ist heute hier, der Münchner Raum, meine Familie und diese Kombination finde ich für mich gefühlt am treffendsten. Herr Sammer, herzlichen Dank, dass Sie sich viel, viel länger Zeit genommen haben, als wir eigentlich besprochen hatten. Es war ein spannendes Gespräch. Ich glaube, die Zuschauer werden sich sehr darüber freuen. Bleiben Sie gesund, passen auf sich auf und bis bald, vielleicht mal im Stadion. Danke. Danke. Ihnen auch alles Gute und vielen Dank.